Herzlich willkommen auch von mir und meiner Kollegin Franziska Klatt. Wir sind aus der DBWM hier, Hauptgebäude 5 des OG. Und herzlich willkommen zu unserem kleinen Input-Vortrag zu Chat, GPT und Co. für die wissenschaftliche Arbeit. Als Ziele haben wir uns vorgestellt, dass Sie nach unserem Vortrag einige KI-Tools kennengelernt haben, auch verstanden haben, welche Grenzen und Möglichkeiten in diesem Zusammenhang zu beachten sind und ebenfalls die allerwichtigsten Aspekte, die man beim Einsatz dieser Tools kennen sollte. Allerdings, also steht immer allem voran, dass klar sein muss, dass wir hier eben allgemeine Empfehlungen aussprechen auf dem Stand des heutigen Wissens und dass man immer die Vorgaben des eigenen betreuenden Fachgebiets beispielsweise ja berücksichtigen muss auf alle Fälle. Hierzu werden wir dann zunächst einen kleinen Blick auf ChatGPT werfen, um dann vom Allgemeinen ins Spezielle, ja, also dann in Richtung wissenschaftliches Arbeiten mit Semantic Scholar zu gehen und danach eben noch weitere KI-Tools in diesem Zusammenhang im Überblick vorstellen. Am Ende werden wir dann noch die wichtigen Aspekte, die man beachten muss, Fallstricke, die es eventuell gibt, ebenfalls beleuchten und am Ende hoffentlich zahlreiche Fragen und eine spannende Diskussion haben. Ich würde dann als erstes einmal kurz hier in ChatGPT reingehen. Also es ist die Oberfläche von GPT 3.5 und da ist dann eben unten der Schlitz zur Eingabe und da könnte ich jetzt einfach eine Eingabe erläutere mir die Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI-Tools unter dem Nachhaltigkeitsaspekt. Einmal eine Anfrage und schon bekomme ich schön übersichtlich, auch schön aufbereitet bereits, eine Antwort auf diese Frage. Als nächstes würde ich dann vielleicht gerne das Format ändern und einfach mal sagen, okay, ich stelle mir das jetzt bitte als Tabelle dar. Dann erscheint eine Tabelle, manchmal unter dieser Form wie Code oder manchmal aber auch anders. Und aber auf jeden Fall schön übersichtlich dargestellt. Und dann als nächstes hätte ich jetzt dann aber vielleicht gerne ein Essay zu diesem Thema und dann in einem wissenschaftlichen Stil. Ja, und schauen wir mal, was dann kommt. Ja, Einleitung, Vorteile, schön schon so gegliedert, ne? Und genau, warten wir noch kurz. Und schon wäre jetzt hier das Essay fertig. Auffällig ist, also natürlich ist das Programm sehr freundlich auch zu einem, also hofft halt jetzt, dass hier das eine klare Übersicht für mich ist und so weiter. Und auffällig ist aber natürlich auch, dass es hier beispielsweise jetzt keine Quellen gibt, ja, und dass das erstmal einfach nur hier ein Text ist, der mir jetzt hier generiert wurde. Das alles funktioniert hier mit dem frei im Netz verfügbaren Sprachmodell GPT 3.5. Es gibt dann auch noch GPT 4, wo es dann auch noch weitere Plugins beispielsweise gibt, die man sich installieren kann, so dass man dann auch komplexere Rechenaufgaben oder mathematische Funktionen machen könnte mit dem Plugin Alpha beispielsweise. Wolfram Alpha meine ich, diese semantische Suchmaschine. Und da generiert oder entwickelt sich gerade hier eben auch ein sehr großer Bereich von Plugins, die man dann mit der Bezahlversion auch nutzen kann. Also das jetzt nur so einmal zum kurzen Einblick, wie schnell und scheinbar auch ganz einfach man sowas sich generieren lassen kann. Es ist halt auch immer sehr wichtig oder ich sag mal sehr elementar, dass man die Prompts, also das sind die Eingaben, die man gibt, eben auch sinnvoll formuliert und so, dass da muss man dann immer ein bisschen ausprobieren, dass man halt auch der Software einen Kontext gibt und sagt, ja, ich bin jetzt hier Student im sovielten Semester und möchte was schreiben oder mir was generieren lassen und innerhalb dieses Kontexts erscheint dann halt auch eher ein passender Output. Aber worum handelt es sich denn nun genau?
Also das ist ein generatives Sprachmodell von OpenAI entwickelt und somit eben ein Computerprogramm, welches natürliche Sprache erzeugt und eben auch so auf diese Art und Weise mit den Menschen interagieren kann. Der wichtigste Punkt ist aber, dass man immer bedenkt, dass es von der Funktionsweise her die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten ist. Ja, das ist jetzt keine Wissensbasis, die abgerufen wird und eine Antwort auf meine Frage gibt, sondern es wird einfach nur berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein folgendes Wort auf eine bestehende Wortfolge eben folgt. Dessen muss man sich halt im Klaren sein und es geht hier erstmal überhaupt nicht um wahr oder falsch. Es wird trainiert, das System ist anhand sehr, sehr großer Datenmengen, vor allem eben frei im Netz verfügbarer Quellen. Wikipedia, auch Reddit zum Beispiel soll berücksichtigt worden sein, auch Foren, öffentlich zugängliche Bücher und so weiter. Das wurde eben von OpenAI kuratiert und die Trainingsdaten gehen aber aktuell eben nur bis 2021. Wobei aber wichtige Begebenheiten, die danach passiert sind, durchaus nochmal nachtrainiert wurden. Wie gesagt, wie ich gezeigt habe, es ist eine Website, ein ganz einfach, ein Eingabefeld und dann kann man loslegen. Erstmal mit GPT-3.5 nur mit Text oder wenn man dann halt kostenpflichtige Version nimmt, dann ist das multimodal und da können dann auch Bilder generiert werden, also Text zu Bild und so weiter. Auf der rechten Seite sehen Sie das dann nochmal visualisiert. Also in der Mitte des Sprachmodells erfolgt eine Abfrage, es ergibt einen Output und eben aufgrund der Trainingsdaten, die eingespielt wurden. Zusammenfassend in Bezug auf ChatGPT haben Sie gesehen, man kann wirklich sehr gut strukturierte Inhalte sich generieren lassen. Auch Code kann gut auf Fehler gecheckt werden. Zusammenfassungen kann man erstellen, wenn man jetzt einen Text reinspielen würde, könnte man sich eine Zusammenfassung generieren lassen. Und das System ist wirklich sehr höflich, sehr freundlich, sehr eloquent. Und dies führt dann natürlich auch dazu, dass es eben auch sehr überzeugend falsche Fakten verkaufen kann für wahre Münze sozusagen. Ja. Deswegen muss klar sein, es ist kein Recherchetool. Es ist jetzt nicht mal so wie eine Suchmaschine, sondern es ist wirklich nur ein auf Wahrscheinlichkeit beruhendes System. Kann auch in der Basisversion eher nicht rechnen. Und wie ich schon gesagt habe, nochmal, weil es so wichtig ist, es ist keine Wissensbasis. Also das erstmal als Einstieg. Das ist ChatGPT. Und nun wollen wir gerne, meine Kollegin, die Tools, die eben nochmal für die Wissenschaft relevanter sind, vorstellen. Auf alle Fälle, also was jetzt ChatGPT angeht, es ist keine zitierwürdige, keine zitierfähige Quelle. In unserem Leitfaden, der hier verlinkt ist, kann man diese Aspekte auch nochmal im Detail sich anschauen. Dann würde ich jetzt übergeben an Frau Klatt. Genau, danke an. Ich möchte Ihnen Semantic Scholar vorstellen. Das ist eine Datenbank, also eine KI-basierter Research Assistant, ein Forschungsassistent direkt entwickelt für die wissenschaftliche Forschung. Das heißt, hier sind auch entsprechend Texte enthalten, die zum Beispiel Open Access, frei im Internet publiziert wurden von Wissenschaftlern, aber auch aufgrund einer Kooperation mit renommierten Verlagen, zum Beispiel auch IEEE, Taylor Francis, Springer Nature, alle möglichen Verlage auch diese Daten zur Verfügung stellen. Semantic Scholar gibt es auch nicht erst seit gestern, sondern schon 10 Jahren. Das wurde gegründet von einer Organisation, die von Paul Allen, Microsoft-Gründer, ins Leben gerufen wurde und das Ziel verfolgt, kostenlos durch KI-Forschung zugänglich zu machen für alle. Und wir haben, wie man hier sieht, momentan eine Datenbasis von 214 Millionen Papern. Das steigt kontinuierlich an und das ist sehr viel. Mal im Vergleich, wer schon mal in einer Literaturdatenbank wie Scopus recherchiert hat, da haben wir 75 Millionen Nachweise. Nur um das mal einzuordnen. Und das Spannende ist, dass wir, wenn wir jetzt hier was eingeben, nicht eine Stichwortsuche haben,
sondern aufgrund von Maschinenlernen und großen Sprachmodellen eine semantische Suche, das heißt eine kontextbezogene Suche, was im Endeffekt dazu führt, dass die Treffer hier in Semantic Scholar in der Regel hochrelevant sind. Momentan schreiben diese Forschungsassistenten, die KI-basierten, dass sie so bei einer Akkuratheit von 80 bis 90% liegen. Das ist schon sehr gut, wenn man überlegt, dass das ja jetzt alles erstmal so richtig ins Rollen gerät. Diese Benutzung der Tools entbindet auch nicht davon, den Volltext zu lesen. Aber schauen wir uns das einfach mal in der Praxis an. Bei mir hatte ich schon mal was gespeichert, deswegen sieht der erste, also das Suchfeld ein bisschen anders aus und erscheint hier oben. Und ich möchte jetzt mal wissen, was der Impact of Virtual Reality on Higher Education ist. So, und da sieht man 426 Ergebnisse, so sieht das aus. Ich kann hier verschiedene Filter benutzen, das ist auch KI-basiert, welche Fields of Studies das sind. Ich kann auch sagen, nur die letzten 5 Jahre sind relevant, Volltext verfügbar oder auch in welchen Journals und Konferenzen es erschienen ist und kann auch verschiedene Sortiermöglichkeiten verwenden. Man sieht auf jeden Fall anhand der Titel, dass das alles sehr relevante Treffer sind. Und neben den Autoren gibt es halt eine ganz kurze Zusammenfassung, worum es geht. Ich habe einen Link zum Volltext, kann es in meiner Bibliothek beispielsweise ja, speichern, kann die Bibliothek oder es zitieren. Und das ist natürlich etwas, was wir auch von Datenbanken schon kennen. Das Schöne ist, wenn ich jetzt mal, eins habe ich schon vorbereitet, reingehe und das Ganze mir mal einen Artikel näher anschaue, dann gibt es zunächst ein Too long didn't read, das heißt Zusammenfassung von Papern, die normalerweise ein bisschen länger sind, gibt es jetzt schon in 2 bis 3 Sätzen. Das heißt, ich kann noch viel schneller erfassen, ob es relevant ist. Und dann gibt es gerade in der Beta-Version hier bei Semantic Scholar den Semantic Reader, da klicke ich mal rauf und kann jetzt hier beispielsweise markieren, das highlighten oder auch Kommentare machen. Und man sieht jetzt hier schon, es gibt ein halbpräzises Plugin. Und wenn ich das mache, kann ich Kommentare auch anderer Nutzer sehen. Ich kann für mich Kommentare machen in einer geschlossenen Gruppe oder eben für andere und kann die auch exportieren später. Zum Beispiel ein Literaturverwaltungsprogramm. Das Ganze geht ja auch ein bisschen in Richtung Open Science. Also ich kann mich mit anderen Forscherinnen darüber austauschen oder sie einfach, was die geschrieben haben. Das kann mir ja auch helfen. Momentan sind es eben nur Open Access verfügbare Artikel, weil dann entsprechend der Volltext da liegt. Da sind die renommierten Verlage wahrscheinlich noch nicht dazu bereit, die immer zur Verfügung zu stellen. Wenn ich jetzt hier, das ist auch ganz schön, man kennt das ja, hat man jetzt in dem Text eine spannende Quelle gefunden, dann kann ich da raufklicken und habe eine In-Text-Zitationskarte, nenne ich es mal, da sieht man den Titel, ich sehe auch wieder so eine Kurzzusammenfassung, sehe, wie häufig das zitiert wurde. Und kann es dann auch speichern direkt oder halt mir das kopieren zum Zitieren und muss dann nicht erst wieder in ein anderes System gehen und schauen, dass ich diesen Artikel finde. Das ist auch etwas, was ganz, ja, ganz schön ist in einer Beta-Version noch. Man sieht also, wo sich das hinentwickelt. Und wir haben auch hier die Anzahl der Zitationen. Das heißt, Semantic Scholar als freies Tool hat eine eigene Zitationsanalyse. Und was die machen, ist einmal, dass sie unterteilen, geht es um Background oder methodisch, also Methodenteil, worum geht es hier, wo sind die Zitationen und messen highly influential citations jetzt nicht nur anhand der Zitationshäufigkeit, sondern ob in dem Paper oder dem Artikel, der sozusagen diesen hier zitiert, auch was Neues entstanden ist. Ja, dadurch, dass das eben ein Sprachmodell ist und das auswerten kann, wird versucht, die Qualität, also den wirklichen Impact auch zu messen. Das sind interessante neue Entwicklungen, die ja ganz, ganz vielversprechend sind. Und ich könnte jetzt hier auch noch nicht nur für das Paper selber, sondern auch hier auf den Autor klicken,
Das heißt, es gibt auch für Autoren sogenannte Autorenprofile, das kennt man, wo man auch einen Harindex berechnet bekommt, die Anzahl der Zitationen, man kann Autoren folgen und wenn ich selber Autor bin, auch sagen, das ist jetzt, das bin ich, das sind meine Sachen. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten und immer auch die Möglichkeit, mit einem Stichwort zu suchen und hier nochmal weiter relevante Informationen herauszufiltern. Semantic Scholar tatsächlich noch gar nicht so sehr bekannt, aber ein richtiger Research Assistant, woran Sie jetzt eben arbeiten, ist noch eine Visualisierung von wie hängen Paper, wie hängen Themen zusammen. Das ist gerade auch in der Mache. Das ist nur ein Tool. Es gibt sehr, sehr viele und ein paar davon möchten wir Ihnen jetzt noch mal zeigen. Das ist ja nur ein Anteasern in dieser Coffee Lecture. Aber dann können Sie, wenn Sie möchten, sich das selber eben mal anschauen. Und zwar haben wir uns überlegt, das anhand des Prozesses des wissenschaftlichen Arbeitens zu machen. Thema Finden und Recherche, Fragestellungen und Hypothesen, Analyse und Synthese sowie Schreiben. Beim Thema Finden ist ChatGPT ganz gut. Das hat ja Anne gerade vorgestellt. Perplexity ist quasi ChatGPT plus Internet. Kann man sich das vorstellen? Das heißt, das wird dann noch angereichert durch ja, Internet, aktuelles Internetwissen. Genius wiederum ist ein Research Assistant, bei dem man ein PDF hochlädt und der findet dann passende andere Paper. Das heißt immer dieses Related Paper, das habe ich gerade bei Thematic Scholar vergessen zu zeigen. Ich sehe immer, wer hat zitiert. Ich sehe aber auch ähnliche passende Artikel und so kann ich mich in meinem Forschungsfeld eben dann, kann ich da weiter lesen und mir das erschließen. Und bei Kinios ist es auch so, dass es mittlerweile eine Google Docs und Word-Integration gibt, dass man halt immer versucht, in einem Tool viel abzudecken. Research Rabbit, vielleicht kann man sich vorstellen, wie Spotify. Auch anhand der Bibliothek kriege ich Vorschläge, was es noch so gibt und sehe eine Visualisierung von Papern, wie sie zusammenhängen. Und dann ist auch immer wichtig, dass es nicht nur um Zitation, sondern ein inhaltlicher Zusammenhang, kontextbezogener Zusammenhang ist. Und das macht diese Tools sehr stark. Das ist eben ein komplett anderer Ansatz im Vergleich zu vorher. Ich kann mir auch Notizen machen für mich oder im Team und dann an diesen Dingen arbeiten. Auch sehr schön und glaube ich schon eins der bekannteren Tools. Dann gibt es Connected Papers. Das basiert auch auf Verknüpfungen zwischen Papern, auch sehr schön. Man kann da immer so reinklicken und tiefer gehen. Das ist sozusagen auch eine Möglichkeit. Es gibt dann noch Konsensus. Konsensus ist dafür da, die Ergebnisse von empirischen Studien leichter zugänglich zu machen. Zum Beispiel von Politikentscheidungen, Managemententscheidungen, die auf Basis von empirischen Studien getroffen werden und deren Ergebnisse. Was man hier machen kann, ist, ich gebe eine Forschungsfrage ein, die ich mit Ja-Nein beantworten kann. Zum Beispiel reduziert Achtsamkeit das Stresslevel und, ne? Und dann sagt sie mir mit einem Klick, in 80% der Studien wird dann positiver, also ja, so und so viel sind neutral und wie viel lehnen es ab? Also ganz schnell, man sieht viel über verschiedene Studiendesign-Sachen filtern. Und das ist sozusagen für empirische Fragestellungen sehr, sehr hilfreich. Genau, dann gibt es noch Lateral. Lateral ist in der Lage, Konzepte über verschiedene Artikel hinweg zu extrahieren. Das ist ja immer, man liest dann viel und sieht dann manchmal den Wald vor lauter Bäumen. Und hier kann es eben helfen, Konzepte über Paper hinweg zu finden und damit auch so ein bisschen die Analyse-Auseinandersetzung mit den Themen zu vereinfachen. Chat-PDF wiederum ist ein Tool, womit ich Fragen in einen Artikel stellen kann. Das heißt, ich kann sagen, welche Forschungsmethode wurde angewandt, was ist, was sind die Einschränkungen und so weiter und wie ein Chatbot in Interaktion mit einem Artikel treten. Und auch fürs Schreiben gibt es schon viele Sachen. Das kennen Sie vielleicht schon, Grammarly, DeepL. Übersetzungen und Rechtschreibung, die sind jetzt aber nicht unbedingt auch wissenschaftlich, und Quillbot ist auch schon sehr bekannt, nicht so sehr aus wissenschaftlichen Arbeiten bezogen. Black und Rinker wiederum, die sind ganz
gut, weil sie wirklich trainiert wurden mit wissenschaftlichen Texten. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Also bei Trinker geht es zum Beispiel darum, dass auch bewertet, die Konsistenz ist es vom Schreibstil in meiner Arbeit, Vorschläge für die Verbesserung, erkennt auch Plagiate. Da ist es zum Beispiel so, dass ja, dass auch paraphrasierte Plagiate, das heißt jetzt nicht wortwörtlich, sondern wenn ich Abschnitte zusammenfasse, in meinen Worten das wiedergebe, dass die angeblich durch die KI auch erkannt werden. Das funktioniert alles noch nicht perfekt, aber ist spannend. Jetzt muss man aber auch aufpassen, dass man, wenn dann eine Übereinstimmung angezeigt wird, man nicht gleich in Panik verfällt. Das ist auch anfällig und eine gewisse Übereinstimmung gibt es aufgrund von Beschreibungen von Konstrukten oder auch Literaturverzeichnissen. Man muss also auch wissen, ja, wie man dann sozusagen mit den Ergebnissen umgeht. Genau. Und zuletzt möchte ich eben, so wie Semantic Scholar, Tools vorstellen, die eben, Sie sehen das an dem blauen Hintergrund, mehrere Phasen von diesem wissenschaftlichen Arbeitsprozess abdecken. Im Grunde genommen gibt es noch Iris AI, ist auch sehr ähnlich wie Semantic Scholar, aber kostet 60 Euro. Das ist ein bisschen teuer. Sciespace ist ganz spannend, weil die dieses Schreiben auch noch ein bisschen schon mit reinnehmen. Und sie auch einen KI-Detektor drin haben beispielsweise. Und Sciespace macht es so, dass sie von den Top, sage ich mal, 10 Treffern eine Zusammenfassung schreiben. Das heißt, mit jeweils einer Quelle hinter jedem Satz. Und das ist ja schon mal was anderes als das, was ChatGPT liefert. Das ist natürlich sehr hilfreich und ja, wissenschaftlich basiert auf jeden Fall. Natürlich heißt das nicht, dass Sie die Quellen am Ende nicht lesen müssen. Illicit funktioniert genauso. Da gab es einen Aufkauf, geht jetzt in Richtung Konzepte und die extrahieren einfach auch Informationen aus diesen Papern, aus den Artikeln und stellen die dann schon in Tabellen dar. Ja, welche Methode wurde angewandt? Was ist das Besondere? Stichprobengröße, Ergebnisse. Und ich kann mir das als beispielsweise CSV-Datei auch exportieren. Das ist ja das, was man gedanklich machen muss, wenn man jeden Artikel für sich liest. Aber da habe ich das schon super strukturiert auch im Überblick. Und als letztes vielleicht noch Arrayan, das ist für Systematic Literature Reviews ein spezielles Tool, der sich mit sowas beschäftigt. Das ist super, da wird der gesamte Prozess unterstützt. Ich gehe jetzt aufgrund der Zeit hier nicht weiter drauf ein, denn wen das interessiert, der kann sich das mal anschauen. Ganz, ganz spannend. Genau, und wichtig ist bei all diesen Tools, dass natürlich verschiedene Voraussetzungen auch gegeben sind. Datenschutz oder kosten sie oder nicht. Also viele der Tools haben eine kostenlose Version, wo man so ein bisschen rumspielen kann, das Tool für sich entdecken. Aber wenn ich ernsthaft damit arbeiten möchte, doch die Bezahlversion notwendig wird. Das ist so im Bereich von, ja, ich sag mal 10 bis 20 Dollar im Monat, schon relevant. Und deswegen muss man immer so ein bisschen schauen und prüfen, wenn man diese Tools einsetzt. Und da übergebe ich jetzt am Ende nochmal an meine Kollegin an, die dazu nochmal was sagt und das so abschließend zusammenfasst. Genau, ja, genau. Was machen wir jetzt damit? Ja, also use it or leave it. Und wir würden dazu ganz klar sagen, sowohl als auch. Denn es ist eine wirkliche Erleichterung, wenn man sich der folgenden Aspekte dann aber auch bewusst ist. Und zwar allem voran die Verlässlichkeit der Information, sich auf keinen Fall darauf verlassen, immer alles nochmal nachprüfen, denn der Output ist wirklich nur so gut wie die Datenbasis, die es erlaubt. Und in Bezug auf diese Datenbasis, da fehlt manchmal bei manchen Tools halt auch die Transparenz. Da ist dann nicht klar unbedingt, mit was dann da trainiert wurde, beispielsweise. Und das ist halt in einem wissenschaftlichen Tool, finde ich, sehr problematisch in dem Fall. Thema Urheberrecht ist auf der einen Seite klar, wenn man Textpassagen übernehmen würde, ja, aus irgendwie ChatGPT oder anderen Tools, dann sollte man also das angeben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite
ist auch nicht wirklich geklärt, was passiert, wenn ich Paper hochlade, zum beispielsweise zusammenfassen, an denen ich keine Rechte besitze. Ja? Das ist, weil ich lade das ja dann irgendwo hin, wo dann aber nicht klar ist, was damit passiert. Das sind zwei Seiten der Medaille und sehr ähnlich ist es auch beim Datenschutz. Einerseits muss man sich meistens anmelden, bei ChatGPT beispielsweise auch. Bei ChatGPT muss man noch die Mobilfunknummer angeben und so weiter. Und andererseits ist es natürlich nicht zu dulden, dass man jetzt persönliche Daten in diese Tools hochladen würde. Jetzt beispielsweise, wenn man E-Mails schreiben lassen würde mit Namen und Adressen und so, weil man auch in diesem Fall nicht ganz sicher sein kann, was damit passiert. In Bezug auf Zugänglichkeit und Kosten hat Frau Klatt schon gesagt, die meisten Tools sind nicht vollumfänglich frei zur Verfügung. Da stehen Geschäftsmodelle dahinter, meistens Abos. Und das muss man dann natürlich auch beachten, wenn man die nutzen will. Und zuletzt Thema Nachhaltigkeit. Also das ist, da muss man sich einfach auch darüber im Klaren sein, dass so eine Anfrage bei ChatGPT einfach sehr viel mehr Ressourcen schluckt als eine Google-Anfrage beispielsweise. Alleine das Training von einer KI wie ChatGPT hat wohl so viel Energie verbraucht wie 120 US-Haushalte in einem Jahr. Und jede Anfrage ist dann also wieder sehr, sehr Ressourcen, also verbraucht dann auch wieder sehr, sehr viele Ressourcen im Vergleich. Genau, also das sind die Aspekte, die man beachten muss. Und wir können dann so verbleiben, dass eigentlich selber denken weiterhin am klimafreundlichsten ist, aber dass uns diese Tools dann doch das Leben sehr erleichtern können. Genau, wenn noch weitere Fragen sind, also hier sind dann nochmal unsere Kontaktdaten. Wir sind im Hauptgebäude im 5. Stock, da können Sie gerne auch vorbeikommen. Auch bei anderen Fragestellungen, insbesondere wenn Sie an der Fakultät 7 studieren. Und unsere Social-Media-Kanäle sind da auch nochmal gelistet. Genau. Und dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Genau, und ich habe gesehen, im Chat gab es eine Frage, ob man die auch direkt übersetzen lassen kann, die Texte. Das geht, also man kann auch in Deutsch oder Englisch mit ChatGPT beispielsweise reden. Zum Beispiel SciSpace ist quasi so ein Translator direkt drin. Ich kann einfach angeben, in welcher Sprache ich den Output haben möchte. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, genau. Ich benutze ChatGPT zur Fehlersuche im Code. Wie gebe ich das als Zitat an? Genau. Zunächst einmal muss man klären, ob ChatGPT oder KI-basierte Tools ein erlaubtes Hilfsmittel im Rahmen ihrer Prüfungsordnung sind. Und genau, das ist mit der Fakultät zu klären. Also wir haben hier an der Fakultät 7 den Public Health Management Studiengang. Die haben das in der Prüfungsordnung aufgenommen, auch eine staatliche Erklärung angepasst. Da ist es vollkommen in Ordnung. Das müssen Sie mit Ihren Betreuer regeln, denn das ist eine Entscheidung von den Fakultäten und den Prüfungsausschüssen. Das ist nichts, was TU-weit oder so gilt. Und dann gibt man das in Methoden, wenn man es darf, gibt man es im Methodenteil an und sagt, dass man eben das Tool in welcher Form verwendet hat, um ja sein Ergebnis besser zu machen. Das wäre jetzt was im Methodenteil. Man würde es an der Stelle nicht wortwörtlich zitieren jetzt auf den, ja, genau. Und wie man, das haben wir zum Beispiel auch in dem Leitfaden nochmal gesagt, wie ist das jetzt, wenn ich das nur nehme, um brainstormen, mich in ein Thema einzuarbeiten mit ChatGPT, dann ist das eher so für den Methodenteil. Und wirklich zitieren sollte man es sowieso nicht, warum es sozusagen ja nicht zitierfähig und würdig ist, haben wir auch in dem Leitfaden beschrieben. Im Grunde ist es ja nichts, was publiziert ist. Und da wird es dann schwierig im Rahmen von Abschlussarbeiten. Wenn Sie jetzt über das Tool selber natürlich eine Arbeit schreiben und da was zeigen müssen, dann ist es was anderes. Dann müssen Sie das aber auch sozusagen, man kann das teilen, so ein Verlauf, so ein Chat, muss man das auch mit abgeben. Genau.
Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, also da gibt es auch, Anne, kannst du noch mal die Seite von der, was ist das, ZDWK noch mal vielleicht in den Chat reinmachen, wo diese Übersicht ist in der Lehre. Es gibt, wenn man googelt, auch Übersichten für Prompts auch in der Wissenschaft. Da gibt es schon einige, die das so ein bisschen auch beschreiben, wie man da vorgeht, wie man sie anpasst. Am Ende ist es tatsächlich wichtig, Kontext zu geben. Das heißt, aus welcher Perspektive, Rolle, dass man auch Vorgaben macht über die Form des Outputs, was man braucht und das da eben so immer feiner macht. Und man kann auch, wenn einem die Antwort nicht gefällt, über Generieren zum selben Prompt, zur selben Eingabe sich nochmal ein neues Ergebnis geben lassen. Ne? Also damit kann man auch spielen. Und es ist ja auch so, dass innerhalb eines Chats wird ja auch dann auf die vorherigen Anfragen ja immer Bezug genommen, also so wie in einem richtigen Gespräch. Aber wirklich elementar ist, dass man dem Tool Kontext bietet und wirklich sagt, ich bin Lehrender einer Lehrveranstaltung zum Thema so und so, strukturiere mir die Sitzung oder so. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man diesen Kontext gibt. Eine Frage wurde eventuell im Chat übersehen. Darf man die KI-Texte in der wissenschaftlichen Arbeit übernehmen? Hatten Sie das? Sagen? Genau, naja, das ist eben die Sache mit der Eigenständigkeit. Nein, das darf man nicht. Zwar hat die KI kein Urheberrecht quasi an diesen Texten, aber man muss natürlich immer, es geht darum, dass man selber Dinge kreiert. Ne? Man kann das als Gedankenanstoß geben und es gibt auch nicht so schwarz-weiß. Manchmal wird halt gesagt, was okay ist, wenn ich selber was geschrieben habe und das nur mir besser formuliere oder so. Aber auch hier ist es eben so, also man darf es nicht einfach zitieren. Und das ist auch nicht zu empfehlen, weil gerade bei ChatGPT ja keine Wissensbasis ist und das, was da steht, einfach sich gut anhört, aber auch mit Wissenschaft jetzt wenig zu tun hat. Das ist so das allgemeine Durchschnittswissen im Internet, sage ich mal. Am Grunde gibt er mir nur Wörter raus, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Kontext aufeinander ja, kommen oder erscheinen und das, ja, auf gar keinen Fall soll man das wortwörtlich für eine wissenschaftliche Arbeit heranziehen.